Ja, Schmieden weiß ich, habe ich doch schon. Ich wollte eigentlich eher wissen, ob ich noch irgendwas damit machen muss. Wie dieses Staubzeug, was wir gefunden haben von dem Meteor. Wo ist das jetzt? Da. Kolkpulver. Dass man das jetzt irgendwie darüber streuseln muss oder so. Also, ich bin weit und durch viele Länder gereist, um die absolute Waffe zu finden. Ich investierte viel meiner Lebenszeit und meiner Kraft, ehe ich begriff, dass meine Suche vergebens war. Vergebens, weil der Weg zur absoluten Waffe daran besteht, sie zu erschaffen. Um dies zu bewältigen, muss man das beste Metall finden, es in der besten Schmiede schmieden und es dann mit den besten Zaubersprüchen verfeinern, die es gibt. Es ist sehr wichtig, das beste Metall zu wählen, da es nicht nur die Stärke der Waffe bestimmt, sondern auch eine große Menge magische Energie speichern muss. Darüber hinaus bestimmt das Gewicht der Waffe die Leichtigkeit, mit der sie geführt werden kann, und die Effektivität ihrer Durchschlagskraft. Viele Leute benutzen Eisen, um ihre Waffen zu schmieden, da es am einfachsten zu bekommen ist. Aber das beste uns heutzutage bekannte Material und meiner Ansicht nach das einzig taugliche für die absolute Waffe ist Mithril. Es ist das härteste und widerstandsfähigste, das je gefunden wurde. Vermischt mit anderen Elementen kann es sogar eine noch stärkere Legierung ergeben. Das Zusatzmaterial für Mithril muss jedoch mit Bedacht gewählt werden und nur die einzigartigsten Materialien, die ein außergewöhnliches magisches Potenzial besitzen sollten, ausgewählt werden. Unglücklicherweise ist Mithril, das eine unverzichtbare Komponente darstellt, fast unmöglich aufzutreiben. Falls es aber dennoch zu bekommen ist, besteht der nächste Schritt darin, den besten Schmied ausfindig zu machen, um dieses Material zu schmieden. Ich möchte mich nicht auf langwierige philosophische Debatten einlassen, aber meiner Ansicht nach sind die Zwerge die besten Schmiede von allen. Ihre ganze Tradition beruht auf der Verarbeitung mit Stein und Metall, und sie haben ihre Kunst zu einer Perfektion gebracht, dass selbst ihre Werkzeuge denen anderer Schmiede und Bergleute weit überlegen sind. Nur sie können in ihren Schmieden wirklich scharfe und tödliche Waffen herstellen. Weil sie einfach das Ganze automatisiert haben mit Pressen. Das Schmieden ist ein wichtiger Prozess, den die Waffe muss, wenn sie einmal fertig ist, in der Lage sein, den ersten Zauber, der auf sie gewirkt wird, völlig zu absorbieren und für alle Zeit zu speichern. Der letzte Punkt ist dann natürlich die Verzauberung der Waffe. Viele Dinge können eine Waffe magisch aufwerten. Der Schlüssel liegt in der Wahl des Elements, das die Waffe im Moment ihrer Verzauberung binden soll. Ich möchte einige der besten Verzauberungen empfehlen. Die Qualität der Waffe beruht jedoch mehr auf die verwendete Metall. Hier ein paar Beispiele, doch Vorsicht, ist die Waffe einmal verzaubert, ist das nicht mehr zu ändern. Knoblauch. Er bringt eine leichtere Handhabung der Waffe. Das heißt, ich könnte damit wahrscheinlich jetzt schon kämpfen. Was sehr wichtig ist, weil ich kriege anscheinend keinen Kufen auf den Stufenaufstieg mehr. Also leichtere Handhabung mit Knoblauch. Das müssen wir Knoblauch finden. Zerpulverte Knochen fügt ihr Kraft hinzu. Umso mehr, wenn die Knochen von einem Drachen stammen. Der Stein von Amika gibt der Waffe enorme Widerstandskraft. Einmal verzaubert scheint die Klinge unzerstörbar. Ein Drachenei ermöglicht der Waffe, dem Element Schaden zuzufügen, aus dem sie geschaffen wurde. Beispielsweise kann ein mit einem Drachenei verzauberte Eisenwaffe Eisenschaden zuzufügen. Aber kriegen wir ein Drachenei her? Und warum sollte ich was aus Mithril zerstören wollen? Also außer Iserbius hat eine Mithril-Rüstung an, aber das bezweifle ich irgendwie. Das ist Knoblauch, ne? Ich habe keinen Knoblauch dabei. Aber springen wir auch wieder zurück in den Teleporter. Das ist echt schade, dass das mit den 10 Nahkampfpunkten noch fehlt. Okay. Da, Arx. Wobei ich hier die Festung nehmen sollen. Ja, ja, aber wenn die 10 Punkte nicht gefehlt hätten, könnte ich das nämlich gleich auch wesentlich besser verzaubern. Das heißt, jeder richtige Krieger, der das im Nachhinein mitbekommt, was Amshagar da getan hat, wird fluchen. Nur weil Amshagar so schwach war, müssen wir jetzt diese Waffe hier nutzen. Wenn er nur einen Ticken stärker gewesen wäre, dann könnten wir damit jetzt Mithril-Golems vernichten. Ja, ja. So ist das halt. Da, Knoblauch. Nein, das war falsch.
Das heißt, ich leg jetzt ein Knoblauchding auf den Boden. Achso, warte mal, diese. Oh, kann ich das vielleicht alles auf einmal verzaubern? Das heißt, ich würde so einen Amika-Stein nehmen, ich würde Knoblauch nehmen. Er nimmt lieber mehr davon mit. So. Amika-Stein, Knoblauch. Das ist das falsche Buch. Genau. Zerpulverte Knochen. Ja, zerpulverte Drachenknochen. Und ein Drachenei. Wo kriege ich jetzt... Wo ist ein Drache? Und ich hoffe, dass wirklich alle vier Sachen auf einmal wirken. Dass ich alle Verzauberungen auf einmal machen kann. Ihr müsst euch diese legendäre Waffe zunutze machen, Bewahrer. Diese Waffe wird in der Lage sein, Akbar zu vernichten. Alle so schön sinnlos. Gut, aber der Wein war mies. Also die Schlangenfrauen scheinen wirklich die einzigen zu sein, die regelmäßig helfen und sinnvolle Sachen von sich geben. Ich frage mich, was Carlo sagen würde, wenn ich mehr Sorgen haben wollte. Lasst euren Geist durch die Bibliothek wandern. Vielleicht findet ihr ein Buch, das euch weiterhilft. Drache. Vor allem wüsste ich auch nicht, wo sich ein Drache noch verstecken könnte, weil wir waren ja doch recht ausgiebig, was das Erforschen angeht. Und wir waren auf jeder Ebene schon... Ne? Ist nicht wirklich viel Platz da. Hier unten sind die Zwerge. Ich frage mich, was Carlo sagen würde, wenn ich mehr Sold haben wollte. Und ja, aber nein. Also Amshaga sollte jetzt eigentlich wirklich zu den Leuten hingehen und direkt fragen. Wo ist hier, oder habt ihr Geschichten gehört von einem Drachen? Oder könntet ihr euch vorstellen, wo ein Drache ist? Aber das kann er nicht. Beziehungsweise er hat es, aber die beiden wüssten es nicht und sagen einfach nur, ja, mach was. Ich spreche mit der Oberin von den Schlangenfrauen. Da. Die hat bestimmt da was zu sagen. Amshaga, womit verdienen wir die Ehre eures Besuches? Akbars Erscheinen in dieser Dimension steht kurz bevor, obwohl der Energiekanal zerstört ist. Dennoch, es gibt einen Weg, ihn aufzuhalten. Werdet ihr mir helfen? Aber natürlich werden wir das. Als könnten wir euch irgendeinen Wunsch ausschlagen, geliebter Bewahrer. Vergesst aber nicht, dass ihr auch uns helfen müsst, wenn es soweit ist. Ihr benötigt eine Waffe, die mächtig genug ist, den Koltgestein zu beeinflussen. Sogar, wenn er in Resonanz mit Akbar ist. Um das zu erreichen, müsst ihr diese Waffe in einer Legierung aus Koltgestaub schmieden. Dann braucht ihr noch ein Drachenei, um den Zauberspruch zu vervollständigen. Nur diese Zutat kann die Kraft eines solchen Zaubers erhalten. Ich werde bald zurück sein. Nein! Frag! Frag oder... Amshaga. Ich muss ein Drachenei finden, um meinen Zauber über die Waffe stecken zu können. Okay, und die Waffe, die ich habe, ist falsch. Die Waffe darf nämlich nicht aus Mithril sein, sondern sie muss aus... Da dies das einzige Metall ist, das sich mit fremden Legierungen wie Kolkpulver verbindet. Ach so, nee. Ich dachte kurzfristig, ich muss jetzt noch eine Einhandwaffe herstellen und benutze dann Mithril und das Pulver und stelle daraus dann eine
Mithril-Legierung her, also ein Gemisch von Mithril und noch was anderem. Und habe dann auch ein Mithril-Legierungsschwert. Und das verzauber ich dann. Ich teste mal ganz kurz was. Ich aktiviere jetzt das Pulver und streue das. Ja, okay, hat geklappt. Ein Meteorsäbel. Bitte, bitte lass mich dich jetzt schon tragen können. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay. Das heißt, damit kann ich jetzt später Iserbius und auch den Kolktstein, den er wohl immer noch anscheinend irgendwie hat, oder einen anderen, den er davon hat, damit kann ich den zerstören. Okay, jetzt brauchen wir die Verzauberung. Und für die Verzauberung, meint sie, brauchen wir ein Drachenei. Ich habe allerdings, ja, wie gesagt, keinerlei Ahnung, wo ein Drachenei sein soll. Solnasch erwartet euch. Solnasch erwartet euch. Wir waren gerade schon bei ihr. Aber jetzt haben wir die Klinge. Also wir waren nicht besonders lange weg für sie. Aber wir haben jetzt die Klinge und sie ist auch schon verarbeitet, legiert. Vergesst nichts, mir eine Waffe mitzubringen, wenn ihr wollt, dass ich sie mit einem Spruch belege. Nee, ich will nicht, dass du sie verzauberst. Wir haben noch kein Drachenei. Ich würde nur gerne wissen, wo ein Drache ist, verdammt nochmal. Okay, wenn man nichts weiß, muss man lernen, richtig? Ich schaue jetzt mal, ob wir irgendwo ein Buch finden. Ein Buch über Drachen, wo dann vielleicht am hinten dran eine Anekdote steht, wie in der Nähe von Arx wurde zuletzt vor Jahrhunderten ein Drachen gesehen auf, also in der Nähe der Trollhöhlen oder irgendwas in der Richtung. Das könnte ich dann als Hinweis nutzen und mich dann da umschauen. Aber hier in der Bücherei war sonst fast gar nichts an Büchern. Das heißt, wir schauen uns jetzt um in der Festung der Stadt Arx. Wieder in der Bücherei von der anderen Schlangenfrau. Achso, und vorher mache ich noch einen Abstecher. Runter. Da wir jetzt das Schwert haben, vielleicht. Möge die Weisheit des Noden euch leiten, Amshagar. Nun müsst ihr Aqua finden und vernichten. Nee, ich muss einen Drachen finden, sagen die Frauen. Okay, also die Männer haben keine Ahnung und die Frauen sagen mir immer, was ich machen soll, aber wir wollen dafür etwas. Ich sehe irgendwie ein Muster. Wo genau? Stopp, beruhig dich. Ich will runter und ich will zur Bücherei. Darum, da lang. Lasst euren Geist durch die Bibliothek wandern. Vielleicht findet ihr ein Buch, das euch weiterhilft. Buch, 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 Buch. Buch, 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 Buch. Ich kann gar nicht glauben, was hat sie gerade OO gesagt? Kenne die Götter und Dämonen. Rassen von Arx. Könige von Arx. Geschichte von Arx. Nee. Nichts über Drachen. Geh mal kurz hoch ins Astrologikum. Also ich könnte einfach in Richtung Akbar-Tempel gehen und hoffen, dass ich unterwegs irgendeinen Hinweis finde auf den Drachen. Also am naheliegendsten wäre ja eigentlich, dass der Drache mit einer der untersten Ebenen ist, da wo auch die Lava ist. Wenn man jetzt in Richtung Klischees geht. Das heißt, eventuell auf der Zwergenebene sich noch ein bisschen genauer umgucken. Komm hier vorbei. Jo, super. Ja, sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Entweder gehe ich jetzt schnurstracks in Richtung Aquatempel, und zwar dem Aquatempel, wo kein Meteor ist.
wo wir denn auch diese Dinger benutzen können, um diese eine Vorrichtung da zu aktivieren. Ja, also da direkt hin oder auf der untersten Ebene bei den Zwergen nochmal umschauen. Ob wir da irgendwo einen Hinweis finden für Drachen. Aber, wenn wir uns mal auf der Karte umschauen. Hier sieht es aus, als wenn noch was sein könnte, aber das ist nicht. Das ist einfach nur ein Gang und da hinten führt es zum Teleporter hin. Das hier ist die Schmiede von den Zwergen, da haben wir uns ausgiebig umgeguckt. Und das hier gehört zu der Krypta. Hier ist kein Dache. Dieses Trollfutter hängt mir zum Hals raus. Ja. Also Aquatempel. Aquatempel, Pilzwald, nein. Kaverne, richtig? Ich glaube Kaverne. Wo sind wir? Da ist schon mal ein Troll, das ist ein gutes Zeichen. Jein. Wir müssen erst wieder einen hoch. Also vier. Vier wäre gut. Haben wir vier? Acht, sieben, sechs, fünf. Was? Sechs? Hier müssen ja fünf sein. Dann ist hier drei. Ja gut, stünden halt ohne Teleporter. Darauf mit schnellen Füßen. Ah, da geht's von hier aus einmal hoch. Dann ein bisschen hin und her. Dann wieder runter. Fällt gerade ein, das Schild von den Rebellen wäre jetzt auch. Wer bist du? Wie ich das gehört, du tot Fleisch sein, Mensch! Was? Warum gehst du auf mich los? Spiel mit mir, Mensch! Okay, probier mal eine neue Waffe in dir aus. Dich fressen werden. Ach, Akbar, du bist ein Anhänger von Akbar. Ja, die Goblins haben jetzt vollkommen den Verstand verloren. Und haben sich. Ebenfalls Akbar angeschlossen. Hat einer vielleicht noch irgendeinen Hinweis für mich? Also allein schon die Tatsache, dass die Goblins mich jetzt angegriffen haben, nehme ich als Hinweis, um nochmal bei den Goblins anzuklopfen. Und warum sollten die jetzt Leute losschicken, um uns aufzuhalten? Hi. Öffne das Tor und lass mich ein. Ah. Okay. Also sind nicht alle Goblins übergelaufen zu Akbar? Sondern ein paar. Genau wie bei den Menschen halt auch. Weg, du geh, Stinkmensch. Nee. Ich will mal ganz kurz deinem König Hallo sagen und schauen, ob da noch alles beim Rechten ist. So dumm sein. Der Streik ist vorüber. Meine Leute verloren sei ohne mein Schlaue. Jetzt, wo Trolle arbeiten wieder, Handel gehen weiter. Mich gut König. Muss mache groß Buch über mich mit Liste von Guttaten von mich. Edelsteinhändler, du schauen Waren. Okay, das hätten wir auch schon vor einer ganzen Weile machen können. Und wir können jetzt bei ihm überteuerte Edelsteine kaufen. Wow. Ich muss etwas essen. Dann ist was. Okay, also nicht das, was ich erwartet hätte. Aber vielleicht können wir ja noch mit ihm reden. Das erste Gespräch war ja komplett nur wegen dem Streik der Trolle. Edelsteinhändler, du schauen Waren. Ja, okay. Hat nichts weiteres mehr. Uff, ja, schade. Also es wäre ein schöner Hinweis gewesen, dass wenn Goblins einen anfallen, dass man dann versucht herauszufinden, warum die Goblins einen angreifen. Und wenn man dann in das Goblin-Gebiet geht,
Dann findet man raus, dass hier auch irgendwas passiert ist und irgendwas im Drachen. Irgendwas im Drachen. Aber nein. Es war einfach nur random Goblins, die mich angegriffen haben. Meh. Schade. Das. Wo ich gerade auf Königstour bin, ne? Also Langshire, Goblin, König. Kann ich auch nochmal hier zu den Trollkönig gehen. Ja. Geht das hier durch? Nein. Das war ein bisschen verwurschtelt, zu ihm hinzukommen, ne? So, gleich wieder rechts. Da ist er. Ihr solltet eure Edelsteine auch selbst verkaufen. Ich nicht schlau genug. Ich nichts verstehe von Geld und Handel. Du wahre Freund der Trolle. Ja, also halb. Ich habe euch auch recht viele Edelsteine geklaut. Aber das war damals auch notwendig. Ich kann euch das jetzt alles zurückgeben, ist gar kein Problem. Sie sehen wir es als Kredit, okay? Das klingt gut. Ja. Also Goblinkönig nichts, Trollkönig nichts, Menschenkönig nichts, Schlangenfrauen sind toll. Die sagen mir fast alles, außer halt, wo der Drache ist. Aber sie haben es mit dem Schwert erklärt und mit dem Pulver. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Also ich gehe zurück in das grüne Gebiet, richtig? Ja. So, hier kamen die Goblins. Ihr seid Mensch! Ja, mehr Goblins. Mensch! Achso, gehst du kaputt? Nein, hat keine Schadensanzeige. Gut. Es wäre doch ein wenig ärgerlich, wenn ich jetzt die. 10 Stärke. Wenn ich jetzt die ultimative Waffe so weit beschädige, dass wir sie am Ende nicht nutzen können, um gegen Iserbius zu kämpfen. Das ist irgendwie unpraktisch, ja. Also folge ich jetzt der Spur aus Goblins in Richtung Akbar-Tempel und hoffe, dass sich da irgendwas auftut, was mir in Richtung Drache weist. Vermutlich werden wir uns dann Iserbius gegenüber sehen, ihn nicht besiegen können. Und dann vielleicht rausfinden, irgendwie, wo ein Drache ist. Schauen wir mal.